Servus miteinander, willkommen zurück zu meinem Let's Play Live Dying Light. Oder auf YouTube halt Let's Play Dying Light. Heute geht's weiter. Schau mal. Momentan sind wir richtig gut dabei, ist aber für Missionen. Ich sterbe nicht mehr ganz so oft wie vor ein paar Folgen noch, oder vor ein paar Streams. Und was haben wir denn da? Aus dem Fanbereich wird ein Notruf gesendet. Das ist ein Fanbereich. Offenbar sind Frauen und Kinder in Gefahr. Im Austausch für Hilfe bieten sie Vorrechte an. Das sollte ich mir ansehen. Jo. Erstes Laden, wie immer ein bisschen länger. Aber haben wir gleich. Hoffen wir mit der Steuerung wieder klarkommen. Muss ich auch erst wieder. Jedes Mal wieder neu muss ich denken, wo ist Springen, wo ist Treten. Aber Springen war der, das weiß ich noch, aber sonst. Oh, jo, wir sind. Ach, wir sind oben. Wir sind natürlich am Turm. Okay, treten ist anscheinend der. So, dann schauen wir mal, was haben wir denn für Quests? Den Fanbereich, den Bunker, den Schatten des Königs. Hier haben wir die Karte. Was ist das hier? Ach, die übertroffene Tor, das ist die Story-Mission. Hier haben wir die Prophezeiung. Hier haben wir den Fanbereich und hier oben haben wir Tabit. Ich würde sagen, als erstes machen wir mal hier die Prophezeiung. Stopp da, Schatten des Königs. Das ist das nächste, da können wir gleich hier runter jumpen, hätte ich gesagt. So. Genau, darüber müssen wir zwar, aber... So, Wurfhaken ist ausgerüstet, Machete ist ausgerüstet, okay. Ab geht's. So. Hui. Okay, das war knapp. Ach, hier wäre auch ein Seil hingegangen von da drüben. Okay. Hätte ich gar nicht so risky jumpen müssen, aber... Da geht's auf jeden Fall in die Hütte rein. Knacken wir erstmal ein Schloss. Okay. Hier oben, ne? Da sind wir. So? Ne, bisschen weiter. Jawohl, offen. Ach ja, die Klinge. Oh, ein Waffenupgrade. Ist der Zombie mein Gegner? Warte, was? Ach lol, das sind Leute. Aha. So, den habe ich. Kommt da noch mehr? Au. Oh, fuck. Dich habe ich. So, du hast einen Arm verloren, du bist auch down. Oh fuck. Zu spät der Konter. Das müsste dann das sein. Au. Oh fuck, ich hab gar keine Medkits mehr.
Entwürfe. Hilfsmittel, Medkit. Oh, kannst du gar nicht. Natürliches Medkit machen. Geil. So, und jetzt nach oben? Nein, oben ist Taschenlampe. Nach unten. Ah, das war's. So. Oh, der hat ein Schwert sogar. Au! Alter! Mies, du bist auch down. Der da vorne kämpft doch. Wo liegt das Schwert da? Ah, schade, das ist ein schlechtes. Au! Ich kassiere viel zu viel. Oh shit. So, du bist auch da. Wie eine Tantomachete. Jetzt kommen wir erst über die Dinger. Ja, komm, komm. Du. Zack. Da vorne ist noch einer. Zack. Jawohl. Sag mal, hier war noch irgendwas gelegen. Egal, wir machen jetzt hier die Kiste auf. Ich frage mich, ob das mein Ziel ist. Ach, fuck. So, du bist down. Eigentlich nur ein Katastrophenüberlebnis, das ist nicht das Ding. Folgen Sie den Hinweisen der Prophezeiung. Menschen in Zungen sprechend. Das Hotel war sicher voller Ausländer. Was könnte es sein? So, besser ihn betäubt. Ha! Achso, es geht wirklich um das Hotel. Ha, läuft. Was macht denn der Schlagstock? Oh mein Gott, der ist ja ganz schlecht. Das ist eine Durchsage, aber ich komme hier nicht rein. Ah! Dann gehen wir da mal rein. Altstadt, Innenbereich, der Schatten des Königs. Ishak prophezeite. Die aufgehende Sonne führt mich zum Quell des Blutes, wo Menschen auf fremden Zungen sprechen. Ich muss der roten Spur zur Erleuchtung folgen. Die tückische Neun, Schatten eines selbsternannten Königs, den ich bekämpfen werde. Ich finde heraus, wer er ist und was seine Schwächen sind. Ich werde seine Krone nehmen oder sterben. Jo. Schau mal. Spur. Entweder kann er hell sehen oder das ist ein Komplott. Die tückische Nummer 9 muss dann ein Hotelzimmer sein. Ja, geil. Ah ja. Personalräume. Erstmal in den Keller, oder?
Beide? Nice. Halt, warte, was? Was? Ach, gnadenloser Baseballschläger. Ich habe ihm goldener Baseballschläger genau. 2,79, mein Mensch, Pesche 3,47, also. 2,20 ist auch nicht gut. 3,12, ja, auch nicht so gut. Egal. Oh, ich habe immer noch das Sturmgewehr und das Tafelsturmgewehr dabei. Ach, da komme ich gleich durch. Okay. Ist hier noch vielleicht so eine ID-Card? Nee. Nee, nee, okay. Schauen wir trotzdem nochmal hier unten um. Klingel? Nö. Okay, der Aufzug ist dicht. Dann einfach Handabdruck an der Tür. Die kann ich sogar aufmachen. Das hat sich nicht gut angehört. Ich habe für Personalräume eigentlich eine Schlüsselkarte. Ach, da. Zack. So, was haben wir hier drin? 104, 102, 203, 103. Mehr, 205, 206, 106, 105. Oh, ich kann in alle geilen Zimmer rein. 107. Keine 9. Lol, der hat eine Pistole. Läuft bei dir. Dietrich? Nehmen wir auch mit. Hier war schon nichts mehr. Jetzt gehen wir mal hier weiter. Okay. Geht's auch nicht weiter. Da auch nicht. Und da geht's noch rein. Hier gibt's aber keine Schlüsselkarte. Hier geht's auch nicht durch, wenn man auf die Minimap schaut. Okay, da geht's nach oben. Bis zum zweiten Stock. Das war kurz mein Handy, in dem was geklingelt hat. Ach so. Ah, nichts Wichtiges. Wir gehen einfach nach links. Sehe ich schon. Die 103 ist dicht. 104. Ach komm. Ich geh halt down. Jawohl. Suchen. Mein Licht war auch schon mal besser. Okay, ruckelt ein bisschen. Weil ich versuche die Tür zu machen, aber naja. Geht also auch nicht weiter. Hallo? Okay. Okay, ich dachte, hier steht jetzt auf, aber nein. Hier muss man aufgehen, davon ausgehen, dass jeder nochmal aufsteht. So, 103 komme ich nicht rein, 4 auch nicht. Halt mal, da lang gehe ich weiter.
1 und 2, die ist offen. Und 1 habe ich auch keine Schlüsselkarte anscheinend. Nein. Oje. Ja, okay. Krass. Krass, 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 wie Leute das für sich selbst entschieden haben, dass es enden soll. Ich weiß sonst nichts. Ich weiß nicht, ich loote hier halt einfach eiskalt rum. Ja, mal liegen ein paar Leichen. Ich meine, klar, ich weiß nicht, wie es wirklich wäre, wenn so ein Scheiß passieren würde, aber das weiß, glaube ich, keiner, wie er sich dann verhalten würde. Das weiß man mal erst, wenn es soweit ist, sowas. Das ist einfach nicht... Was soll ich sagen? Okay, hier kann ich den Aufzug. Okay, 105 haben wir auch. Okay, hier ist auch nichts drin. Steht von euch noch wer auf? Nein? Nein? Ihr seht alle aus... Ihr seht alle aus, als ob ihr jetzt noch aufstehen wollen würdet. Ach lol, das, wenn ich über ihn drüber laufe. Alter, der Sound eben. Ich dachte, Alter, scheiße, was ist das jetzt? Noch Schlüsselkarten oder so? Ihr wart ja nicht alleine. Jetzt ist der Aufzug weiter hoch. 107 ist das letzte Zimmer. Okay, ich muss ja zu 9, oder? Hier ist wirklich gar nichts. Hier ist gar nicht mal ein Tisch. Telefon, eine Tasche. Telefon kann ich auch nichts machen, oder? Da lustig ist, dass ich jetzt mit dem Wurfhaken immer so ein Fadenkreuz habe. Okay, ich habe für zweiten Stock habe ich ja auch. Auch einer drin, da ist eine Nachricht. Steht so aus, als etwas nicht aufsteht, okay. Okay. Ein Stromkabel. Leer. Ich habe voll Angst, dass die alle dann noch aufstehen, die was jetzt hier noch so rumliegen. So scheintot. Jetzt gleich rein. Okay. Dann war's mit erster Stock, dann geht's in den zweiten. Ich kann auch den Aufzug hier aufmachen. Oh, da liegt auch was drin. Hat das überall Tote rumliegen? Also. Da kann ich hochklettern. Muss ich wahrscheinlich auch noch. Ich gehe jetzt erstmal hier nach oben. Alter! Boah! Da stellt... Wenn man sieht... Ne, sieht man nicht. Er hat die Haare aufgestellt, Alter. Dass der jetzt auf einmal sich bewegt, hat mich echt erschrocken. Okay. Ah, da geht's in beide Richtungen nicht weiter. Er war bloß der Dude. Die Karten habt ihr auch keine? Nö. Habt ihr auch nichts rum, Zugangskartenmäßig? Dann? Ja, okay, dann muss ich so oder so den Aufzug nehmen. Zack. Zack. Leute, als ob ich sie zweimal gekickt habe.
So, ich nehme halt hier eben die Machete nicht, weil ich in beengten Räumen kann man nicht ausholen und dann passiert es auch, dass ich einfach gegen die Wand hau. Kann es passieren, dass ich gegen die Wand hau und wenn ich gegen die Wand hau, ist natürlich nicht so gut. Geht es denn nach oben weiter? Nö. Ich bin ja schon ganz oben, auch wenn man da noch hochklettern könnte, theoretisch. Weil hier die Dinger sind, oder? Ja. Ich könnte noch weiter hochklettern. Da ist es zwar nicht mehr.